Augenkrankheiten sind bei Pferden keine Seltenheit. Was aber, wenn das eigene Pferd erblindet? Diese Frage stellte sich Ellen Drost, als ihr Schimmel Nantan an periodischer Augenentzündung erkrankte. Für Ellen Drost stand fest, Einschläfern kommt nicht in Frage. Stattdessen nahm sie die Herausforderung Blindheit an und schaffte das Unmögliche. Sie gab ihrem Pferd ein langes, pferdegerechtes und glückliches Leben. Ihr Pferd war kein Einzelfall oder eine Ausnahme. Nach dem Tod von Nantan nahm sie zwei weitere blinde Pferde bei sich auf, Mighty und Estrell. Sie kam zu der Feststellung, dass auch blinde Pferde ein zufriedenes und artgerechtes Leben führen können. Sie setzte sich zum Ziel, mit Aufklärungsarbeit Pferdeleben zu retten. Jedes blinde Pferd ist keine Bürde, sondern eine liebenswerte Herausforderung. Für seine Geduld wird man mit Vertrauen und Zuneigung belohnt. Und als Geschenk bekommt man einen wahren Freund. Dafür braucht es nicht viel. Öffnen Sie Ihr Herz und Geist und überschreiten Sie Grenzen. Wie einfach dies sein kann, zeigt die Lebensfreude der blinden Pferde in diesem Film.